Recht herzlich willkommen zur 255. Folge von City Skylines. Ja, wir sind wieder im Spiel und sind in einem neuen Bereich unterwegs. Und das ist dieser, den wir da neu erschließen müssen mit der ÖPNV. Allerdings, mich stört einfach diese Sackgasse hier mit der Anbindung der Luftschiffe hier. Das ist, gefällt mir ja gar nicht, ne? Dass das jetzt hier nicht geht, wundert mich ja, ne? Jetzt hat man das hier so schön, ne? Und dann ist das sowas, ey. Geht da irgendwas mit Straße? Nee. Das würde gehen. Und wenn das geht, das bedeutet auch, es ist angeschlossen. Hat ja sowieso den Eingang hier, ne? Allerdings ist das... Nee, hat da keinen Eingang. Oh, was ist das denn jetzt hier? Warum wird denn da nichts angezeigt? Warum wird da nichts angezeigt? Oder was wird überhaupt angezeigt? Keine Straßenanbindung. Haben wir doch hier, Mann, Jungs. Wo habt ihr euer Problem? Das wird schwierig, ne? Das ist nicht das, was ich möchte. Da ist die Monorail. Und die geht nicht hier lang, ne? Das ist bestimmt passiert, als wir das hier gebaut haben, ne? Ja, das bedeutet, wir müssen gerade die Monorail einmal kurz hier nahelegen, glaube ich. So, das haben wir schon geschafft. Und jetzt nur die Monorail alleine bauen, ne? Da ist er. Ne, das war Seilbahn, das war nicht Monorail, das ist die Monorail. Das haben wir angeschlossen. Ich glaube, es ist schon fertig. Jetzt müssten die verschwinden, oder? Wann verschwinden die? Gar nicht. Na, das ist doch angebunden, oder? Warum wird das jetzt nicht automatisch gebaut? Gute Frage, ne? Voll doof, oder? Gut, dann müssen wir das wohl machen. Toll, oder? Ein Klick und schon fertig. Das war ja faszinierend, ne? Aber jetzt steht das da immer noch. Wollen die mich hier veräppeln oder was? Was soll das? Kann man das abreißen und neu bauen? Ja. Da war es gerade grün. Zack. Ja, und das ist wieder so, dass das nicht angeschlossen ist. Keine Anbindung oder was? Keine Straßenanbindung. Hätte dann aber eigentlich nicht gebaut werden dürfen, ne? Oder wie ist das? Oder würde dann nicht gebaut, wenn es keine Straßenanbindung gäbe? Wo liegt da das Problem jetzt, ne? Das ist die Frage. Kann man sich wahrscheinlich eine ganze Folge mit beschäftigen. Steigt keiner um, das ist vielleicht das Problem, oder was? Flugplatz. Zeppelinlinie. Können wir keine bauen, oder was?
Kann man die da einbauen? Also es fahren Luftschiffe, das ist definitiv klar. Aber kein Mensch weiß, warum hier dieses Zeichen da ist, warum das angezeigt wird. Einfach aus dem Grunde, weil... Also... Keine Straßenanbindung, sorgen Sie dafür, dass Fußgänger das erreichen können. Ja. Was soll das dann hier sein, bitteschön? Hm? Wir werden es nochmal machen. Machen es jetzt richtig schön hier. Alles kaputt. Bauen jetzt eine Monorail von da hinten. Bis hierhin. Das Symbol ist jetzt weg, definitiv. Wir bauen jetzt schnell die Monorail-Seite wieder auf. Dahin. Dorthin. Dorthin. Ist angeschlossen. Und so wie es aussieht, können die auch fahren, weil da steht nichts. Wir bauen hier weiter unsere Wendeschleife für die Straßenbahn, die dann hier ist. Und wir nehmen dieses Teil. Und schließen das da an. Nee, das mache ich nicht. Das ist mir zu gefährlich, dass das gleiche passiert, wie wir eben hatten, ne? Und jetzt eine einfache Straße. Wie diese mal gerade darüber. Und jetzt nehmen wir da einfach eine Straße ohne Verkehr, nämlich nur eine Eisenbahn. Wieso macht er das jetzt nicht? So, jetzt hat er das gemacht. Jetzt müsste auch dieses eigentlich wieder funktionieren. Leider geht's nicht von alleine, oder? Das bedeutet, wir müssen wieder hier gucken. Und zwar ist hier keine Anbindung nach da. Die jetzt aber ist. Und da machen wir noch eine hin, damit die auch auf dem Rückweg da ein- und umsteigen können. Ja, passt soweit, ne? Sieht auf jeden Fall so aus. Und ich glaube, jetzt haben wir es auch geschafft, dass das Symbol weg ist. Das war unser Ziel, ne? Die können nur links abbiegen, können drehen, können dann da fahren. Das Sinn macht, ist eine ganz andere Geschichte mit der großen und kleinen Straße hier, aber erstmal ist das gut, würde ich sagen. Gut, das war das Erste, was wir gemacht haben, aber wir wollten ja hier noch was anderes machen, nämlich unseren Verkehr hier noch regeln. Ne? Wir haben also hier eine U-Bahn, wir haben hier den Bahnhof, wir haben hier das Luftfahrtzentrum. Fahren mit einer U-Bahn bis hierhin. Ja, die Straßenbahn fährt natürlich überall hin. Ne? Die bindet diese Seite auch mit der Seite da drüben an. Okay, die würde ich jetzt auch so lassen erstmal. Und würde jetzt nur die Buslinien hier ein bisschen anpassen dann. Während ich jetzt ganz ehrlich sagen würde, die Linie, die hier sitzt, die fährt schon relativ gut hier quer. Die nimmt die alle mit. Verbindet diese? Ne, verbindet sie nicht. Ich glaube, dann machen wir die doch nochmal weg. Wir haben alle ausgemacht und sie wird immer noch blau angezeigt. Das ist sehr interessant. Jetzt ist sie aus.
Okay. Da ist er wohl nicht bei. Da auch nicht. Da ist er. Diese ist es. Ja, komm, dann kommt die weg. Ja, die machen wir weg. Die sind alle böse auf uns, das ist klar. Und wir setzen eine neue Linie hin. Die aber wahrscheinlich hier sind, die, ne, brauchen wir gar nicht am Bahnhof, die sollen umsteigen. Die können einmal hier weg. Ja, hier durchfahren war schon gar nicht so verkehrt, ne? Wir brauchen die Bushaltestelle erstmal. So ist es richtig, so. Wir fahren da lang. Kommen dann irgendwie hier rein, ne? Ja. Ich glaube, wir können schon hier die erste starten. Und müssen da wenden. Gibt's hier noch mehr? Nee. Fahren bis hier rein. Die dreht dann da um, ne? Ja. Das ist auch alles gut so. Die muss dann da wieder raus, okay. Das bedeutet auch, dass sie hier wieder anhält. Aber fährt dann hier rüber. Wo ist hier eine Haltestelle? Ein Stück weiter hoch, okay. Ist aber auch nicht so wild jetzt. Die kann da ruhig bleiben. Ist da. Der führt ja eine Straße durch, ne? Ja, wir haben da eine Haltestelle. Dann machen wir hier eine hin, weil die da schon umsteigen können. Dann fahren wir hier lang. Ist hier noch eine Durchfahrt? Ja, da ist noch eine Durchfahrt. Das bedeutet, wir fahren hier lang. Fahren dann hier lang. Da hoch möchte ich aber nicht. Okay, hier geht auch. Fahren da lang. Kommen dann hier noch vorbei. Wenn wir dahin wollen, geht's da lang. Okay. Das bedeutet, wir machen hier noch einen Halt. Da einen Halt. Und kommen über diesen Weg irgendwo wieder zurück. Hier. Kommen diese Straße lang? Geht's da raus? Nee, ne? Nee. Und dann halten wir hier wieder an. Fahren hier nochmal vorbei. Ja, und machen den Tour hier wieder zurück zu dann, ne? Gut. Die Tour ist dann da schon gut. Wo ist die nächste Haltestelle auf der Seite? Keine? Keine. Die ist wirklich hier oben das nächste Mal. Und wo ist denn jetzt gestartet? Bitteschön. Ach, hier. Wenn ich die zumache, wo muss denn der lang? Da irgendwo lang, okay. Dann würde ich sagen, machen wir den letzten Halt wieder weg. Und fahren hier lang. Und hier lang. Und dann schließen wir hier. Geht nicht einfach so. Okay, das heißt, wir machen die doch wieder weg und kommen noch hier lang und schließen dann da.
Dann haben wir diese Häuser auch. Freuen die sich alle, ne? Gut. Dann ist das erledigt. Dann rücken wir weiter nach hier oben. Dafür machen wir wieder die Übersicht an. Machen die wieder alle an. Gucken uns mal gerade die Orange an. Die Orange hält zum Beispiel hier an. Und da ist eine Haltestelle. Und da wechseln die auch. Das ist also gar nicht so verkehrt. Die ist gesackrast. Ich glaube, das ist hier schon ganz gut. Das lassen wir so. Hier haben wir dann die nächste. Die fährt diesen Bereich ab. Hier ist die jetzt gerade schlecht zu sehen, ne? Mach das mal gerade aus. Okay, die fährt da lang. Dort lang. Nimmt das alles mit. Ist nur die Frage, wo fährt die dann lang? Hier. Okay, dreht da um. Und fährt da zurück. Und hier. Gehe ich von aus, dass sie da der blauen und roten Linie bis dahin folgt. Ja. Okay, das ist alles okay, würde ich sagen. Hier sieht es nur ein bisschen mau aus, ne? Könnte man die nicht hier rüberziehen? So, oder? Dann hält die noch da an. Und die würde ich jetzt da hinziehen, wenn es denn geht. Geht. Oder sogar dahin. Die würde ich sogar wissen. Ne, da sind Sackgassen und das auch, ne? Da würde sie da lang gehen, okay. Wo ist denn die Haltestelle da gelandet? Da unten. Dann würde ich das mal hier machen. Da so. Und die Linie hält aber nicht da an, sondern die fährt dann da wieder rein. Kann ruhig hier nochmal anhalten, ne? Kann sie nicht, oder wie? Warum kann die hier nicht anhalten? So. Und dann kommt die da lang. Krieg da noch eine Haltestelle, bitte. Läuft, oder? Hat dann die nächste Haltestelle da, passt. Ja, da kommen die ja schon gut vorbei, würde ich sagen, oder? Dann fährt die da hin rum. Dann ist die auch okay. So, nächste hatten wir dann hier. Die meandert hier ganz gut durch, glaube. Die fährt da lang. Da außen. Kriegen wir die noch irgendwo hier? Das ist eine Sackgasse. Die könnte man auf jeden Fall noch hier so lang ziehen, ne, oder? Nee. Da ist es eine Sackgasse. Da geht's lang, wenn, ne? Wir machen diese. Das ist alles gut, ne? Hier hält die sowieso nicht. Dann kann die auch von da noch da lang fahren. Wo ist denn hier noch eine Haltestelle? Keine. Das bedeutet, wir machen hier noch eine hin. Dann läuft's, ne? Genau. Das passt so gut. Dann haben wir das soweit hier hingekriegt, glaube ich. Und da fährt die Straßenbahn, brauchst du nicht. Das ist alles gut. Alles wunderbar. Dann machen wir hier mal gerade wieder das auf jeden Fall an. Ja. Die meandert da schön durch. Okay, das würde bedeuten, wir sind da auch so weit durch.
Hier geht noch eine Buslinie da lang, okay. Hier ist ein bisschen. Hier ist ein bisschen wenig. Da müsste noch. Ah, da, nee, die haben die U-Bahn da, ne? Dann würde ich sagen, brauchen nicht. Da wird auch gefahren. Ich glaube, das lassen wir so. Da kommt der Bus auch noch her. Hier ist ein bisschen mau. Ja, man kann nicht alles haben, oder wie war das? Dann lassen wir das erstmal so. Ups, das war falsch. Ich wollte hier hin, um das zu machen. Okay, dann würde ich sagen, sind wir aber für die Folge erstmal durch. Wir sind hier, glaube ich, sozusagen. Und darüber gucken wir uns das nochmal an, ne? Oder? Machen wir nochmal die Bushaltestellen an. Nee, hier waren wir ja auch schon, oder? Nee, wir sind hier sozusagen. Das hier unten haben wir gerade gemacht. Gut, wir sind mit dieser Hauptautobahn und müssen nur noch nördlich die Mitte machen, sozusagen, ne? Beziehungsweise da waren wir. Nee, warte mal. Ich vertue mich jetzt. Hier sind wir fertig. So, das ist die Straße, die ich eben meinte. Da müssen wir dann nördlich weiter gucken noch, wie weit es da ist. Das machen wir aber alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und wenn ihr dann vielleicht noch ein Abo habt, wenn ihr es noch nicht habt, dann wäre das auch ganz cool und macht euch die Glocke an, damit ihr die nächste Folge, die ich hochlade, dann nicht verpasst. Alles klar, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!